Verschwende nicht mehr deine Zeit. In diesem Video zeige ich dir meinen besten Tipp aus Lightroom und zwar wie du Bildrauschen für immer los wirst. Bildrauschen sind diese hässlichen Farbeffekte, kleine Bildpunkte, die einfach deine Aufnahme zerstören. Und ich zeige dir jetzt, wie du die für immer automatisch los wirst. Die einfachste Art wäre, du würdest immer mit Stativ fotografieren und würdest immer ISO 100 einstellen. Und sind wir mal ehrlich, nicht alle Aufnahmen kann ich mit einem Stativ machen. Manchmal kann man es gar nicht aufstellen, man darf es nicht aufbauen in einem Museum. Manchmal ist ein Stativ viel zu langsam. Bis du auf einem Geburtstag dein Stativ aufgebaut hast und die Leute, die bewegen sich auf der Feier, ja, kann man vergessen. So, deshalb muss man manchmal den ISO hochschrauben und jetzt wirst du lernen, wie du für immer dein Bildrauschen los wirst. Los geht's! Wir brauchen insgesamt 9 Schritte und los geht's mit Schritt Nummer 1. Und zwar gehen wir in deine Lightroom-Voreinstellungen rein. Du findest deine Lightroom-Voreinstellungen bei Mac im Menü Lightroom-Voreinstellungen. Die Windows-Benutzer finden es unter Bearbeiten und dann ganz unten gibt es einen Punkt, der heißt Voreinstellungen. Und in Schritt Nummer 2 gehen wir in die Vorgaben rein. Und dort ist es wichtig, dass du diese Option aktiviert hast, Standardeinstellungen an ISO-Wert der Kamera ausrichten. Der Haken muss gesetzt sein. Dann können wir auch schon in Schritt Nummer 3 reinspringen und zwar gehen wir in die Bibliothek. Ich bin bereits in der Bibliothek drin. Falls du gerade im Entwickeln-Modul drin bist oder in irgendeinem anderen Lightroom-Modul, dann ist es wichtig, dass du jetzt in die Bibliothek gehst und dort speziell auf diese Ansicht, auf der ich jetzt gerade bin. Die erreichst du am schnellsten mit dem Tastenkürzel G wie Gitteransicht. Schritt Nummer 4. Jetzt finden wir deine Bilder mit dem Rauschen. Und zwar gehst du ganz oben auf Metadaten. Da ist eine kleine graue Leiste. Falls diese Leiste bei dir nicht eingeblendet wird, dann musst du einmal über Ansicht Filterleiste anzeigen. Da muss der Haken gesetzt sein. Also wir gehen da rein, Metadaten und wenn du willst, kannst du diese Ansicht größer ziehen, indem du unten an dieser Leiste ein bisschen dran rumziehst. So, und jetzt geht es darum, dass du auf irgendeine der Überschriften klickst, ist jetzt mal egal welche, ich nehme die ganz rechte und dort wählst du den ISO-Wert. Jetzt kriegst du alle ISO-Werte, mit denen du je fotografiert hast, zum Beispiel ISO 0. Das scheint ein Metadatenfehler zu sein. Schritt Nummer 5. Jetzt gehen wir in die ISO-Werte rein. Und zwar empfehle ich dir, vom höchsten Wert beginnend an loszulegen. Warum? Weil bei den niedrigen ISO-Werten hast du gar kein Problem mit Bildrauschen. Das heißt, wir fangen hinten bei den schlimmsten Fällen an und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo du sagst, beispielsweise der Wert ist jetzt pro Kamera unterschiedlich. Beispielsweise bei deiner Kamera ISO 3200, da ist alles so okay, dass man nichts mehr machen muss, dann hören wir ab der Stelle auf. Wo du diesen Schlussstrich ziehst, entscheidest du. Ich habe jetzt auf den Wert 3200 geklickt und jetzt geht es darum, dass du ein Bild aussuchst, das dein Referenzbild sein wird. Und da ist mein wichtigster Tipp, nimm ein Foto, das typisch ist für deine Belichtung. Wenn du ein Fotograf bist, der sehr viele etwas unterbelichtete Bilder macht, so wie beispielsweise hier, dann kannst du natürlich das als typisches Bild auswählen. Ich würde das nicht als typisches Bild auswählen. Auch das hier ist heller als meine typischen Aufnahmen, deshalb nehme ich auch das nicht. Ich entscheide mich jetzt für das erste Bild hier. Das ist eine typische Helligkeit, wie ich sie aufnehme. Relativ in der Mitte von der Belichtung. Jetzt geht es auch schon in Schritt Nummer 6 rein und zwar jetzt stellst du die Rauschreduktion ein. Dazu drückst du jetzt einmal das Tastenkürzel D wie Develop oder die Bildbearbeitung. Wenn du da angekommen bist, gehst du in den Bereich Details, relativ weit unten und jetzt geht es darum, dass du die Rauschreduktion einstellst, mit der du am besten leben kannst. Ich empfehle dazu, ein bisschen ins Bild rein zu zoomen und mit ein bisschen meine ich maximal auf 1:1. Ich brauche nicht hier auf 800% gehen, weil da wird jedes Bild fürchterlich aussehen, auch bei ISO 100. Jetzt gehe ich in eine typische Bildstelle, idealerweise wo ich auch Fokus und Strukturen sehe.
Und ich hoffe, man kann das jetzt im YouTube-Video erkennen. Ich zoome noch mal rein, damit ihr es besser erkennen könnt. Und zwar, es geht speziell um diese vielen kleinen Bildpunkte, die hier im Hintergrund sind. Die stören mich. Und jetzt musst du zwei Werte nach Geschmack einstellen. Und speziell geht es um die Luminanz. Das sind die kleinen Bildpunkte. Du siehst, die sind jetzt alle verschwunden. Ich habe jetzt mal sehr einen Extremwert eingestellt, Luminanz 100. Und das zweite, das muss man nur relativ selten einstellen, das ist die Farbe. Ich würde dir standardmäßig raten, arbeite nur mit der Luminanz und die Wahrheit liegt zwischen 0 und 100. Und da kommt es jetzt darauf an, wie weich willst du deine Bilder, dann gehst du eher Richtung 100. Oder willst du eher möglichst viele Details erhalten, also das Gefieder bei diesem Kolibri, da kriege ich mehr Struktur, wenn ich eher in der linken Richtung bin. Es gibt hier keine Wahrheit, sondern es gibt hier nur deinen Geschmack. Wenn du das eingestellt hast, dann geht es jetzt darum, dass du diese Einstellung abspeicherst. Und jetzt brauchst du deinen Finger, mit der drückst du auf deiner Tastatur die Alt-Taste. Hältst die Alt-Taste gedrückt und rechts unten ändert sich jetzt ein Knopf, der hieß früher zurücksetzen, der springt jetzt um auf Standard festlegen. Dort klickst du einmal drauf, möchten Sie die Standardeinstellungen von Lightroom und Camera Raw für Negativdateien, in Klammer das sind alle RAW-Fotos, mit den folgenden Einstellungen Eigenschaften ändern. Die Änderungen können nicht rückgängig gemacht werden. Oh Gott! Sie können rückgängig gemacht werden, und zwar indem du einfach hier drüben auf Adobe Standardeinstellungen wiederherstellen klickst. Also, in dem Fall bist du jetzt happy, du klickst auf aktuelle Einstellungen aktualisieren und das war's. Was passiert ab sofort? Achtung, die Einstellung, die du jetzt gemacht hast, gilt ab jetzt für die Zukunft. Alle neuen Fotos, die du in Lightroom importierst, werden automatisch beim Import entrauscht. Du musst nichts mehr dran machen. Das ist das Coole. Das Werkzeug, diese Einstellung, die du machst, kann aber nicht die Vergangenheit ändern. Das heißt, alles, was schon auf deinem Rechner drauf ist, da zeige ich dir jetzt kurz einen Trick, wie du das machen kannst. Du gehst zurück in die Gitteransicht mit dem Tastenkürzel G. Jetzt ist wichtig, dass du links oben bei Katalog auf alle Fotos geklickt hast, weil wenn du da nicht bist, dann wird die Änderung, die wir jetzt gleich machen, nur auf den aktuellen Ordner angewendet. Wir wollen jetzt aber dein komplettes Fotoarchiv aufräumen. Also klicke auf alle Fotos. Bei Windows drückst du jetzt das Tastenkürzel STRG und A, beziehungsweise bei Mac drückst du Command und A. Dadurch werden alle Bilder ausgewählt und jetzt klickst du auf Einstellungen synchronisieren, ganz rechts unten. Klicke auf Nichts auswählen und dann klickst du auf Rauschreduzierung. Klickst auf Synchronisieren und jetzt übernimmt er diesen Wert auf alle deine Fotos mit diesem ISO-Wert, also in dem Fall ISO 3200. So, damit hast du die Vergangenheit auch geändert. So, und jetzt kommt ein bisschen die Fleißarbeit. Das musst du nur ein einziges Mal machen, dann bist du das Rauschen los. Und zwar, das, was du gemacht hast jetzt gerade, musst du einmal für jeden ISO-Wert deiner Kamera machen. Weil jeder ISO-Wert rauscht anders. Und tendenziell wirst du jetzt so vorgehen, du gehst in den next kleineren ISO-Wert. Das kann bei dir auch ein anderer sein, das kann meinetwegen ISO 2500 sein. Das ist jetzt mal egal. Klickst auf den drauf. Ich bin noch im alten drin, aber du gehst auf den next kleineren ISO-Wert. Und jetzt arbeitest du wieder mit der Luminanz. In der Regel gehst du jetzt immer weiter nach links, weil das Bildrauschen bei kleineren ISO-Werten niedriger ist. Wenn du das einmal gemacht hast, ich vermute, du wirst 5 bis maximal 10 Minuten dran sitzen, wirst du nie mehr dich mit ISO-Rauschen beschäftigen müssen, sondern Lightroom wird das automatisch beim Import für dich wegzaubern. Wenn dir dieser Tipp gefallen hat, dann schreib mir einen Kommentar. Gerne auch, wenn du noch andere Lightroom-Tipps von mir hören willst, frag mich, was dich interessiert, auch in den Kommentaren. Das war ein krasser Tipp. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir der Tipp was gebracht hat. Willst du mehr Tipps zu Lightroom, willst du mehr zur Fotografie wissen, dann abonniere noch meinen Kanal und dann kriegst du noch viel mehr coole Sachen von mir.